Hallo, interessante Entwicklung im Fall Rebecca Rösch. Und zwar, da hatte mir jemand auf ein Video Kommentare geschrieben. Und zwar auf eine Weise, dass es praktisch man eigentlich so deuten muss, dass das einer aus von der Polizei ist, der mir hier geschrieben hat. Lest euch das mal durch. Also, erstmal hat er Jörg K. hat er geschrieben. Aber ich bin wieder gesund, mir geht's völlig gut. Also, das Krankheitsdingsbums, ich habe überhaupt keine so Schwäche mehr oder irgendwas. Das war nur ganz kurz. Das muss ich auch mal ein Video machen. Wie ich dieses Ding überwunden habe, das war so radikal. Und was ich da gemacht habe, war so extrem schnell wirksam. Ich sage mal, da gibt es nichts Vergleichbares in der, auch Antibiotika oder irgendwas, da gibt es nichts Vergleichbares, was. Wo innerhalb einer Stunde du merkst, wie dein Körper total aus dem, wo du praktisch immer, also im Vorfall einer Grippe oder so, wie sich das aufbaut, die Symptome, Nase, Husten, Fieber und so weiter, das merkt man ja, die Abgeschlagenheit. Und innerhalb einer Stunde habe ich das mit dem, was ich eingenommen habe, umgedreht. Das hast du wirklich fühlen können, wie es von Minute zu Minute besser wird. Das ist mit nichts vergleichbar, was es als Dings gibt, irgendwie so Antibiotika oder egal was. Und was ich da gemacht habe, ich habe Ingwer genommen. Ingwer, also, nee, ich hab jede Menge Nahrungsergänzungsmittel. Das auch, da haben wir auch ein bisschen Gedanken gemacht und so weiter. Aber ich habe schon lange nichts mehr genommen und so. Und aber gut, ich habe da wirklich alles aufgefüllt, wo da irgendwo ein Mangel haben kannst, wo sich was irgendwie gut auswirkt, Magnesium oder Zink oder alles Mögliche, auch Aminosäure vom Sport und so habe ich da noch was. Also das ist eine, aber den entscheidenden Kick hat der Ingwer gegeben. Und zwar Leute, die Ingwer-Tee trinken, die haben keine Ahnung. Die haben keine Ahnung, wie weit sie davon entfernt sind, die Kraft des Ingwers wirklich zu nutzen. Was ich gemacht habe, ich sag gefühlsmäßig, das tausendfache Wirkung von einem Ingwer-Tee. Das ist jetzt in der Realität nicht tausendfach, aber vom Ding her, vom Eindruck her, wie das Zeug wirkt. Es gibt doch die Mixer, wo man so Dings mal aus Smoothie machen kann oder wo man eben so mehrere große Ingwerknolle, also nicht so ein bisschen Ingwer runterschneiden, sondern richtig mehrere so Dinger. Und das dann praktisch mit Wasser dort vermixen, dann einmal ins Sieb raus, dann nochmal das zurück, nochmal mit Wasser, weil da kriegst du noch jede Menge gute Inhaltsstoffe raus. Dann das Ganze nochmal absieben, ausquetschen jeweils auch. Und dann diese Brühe, die ist untrinkbar, versteht ihr? Das kann kein Mensch trinken und das kann kein Mensch mit irgendwas verbessern, wo sie dann, manchmal sind die Leute so dumm, dann erzählen sie, dann tun sie ihren Ehrgeiz rein, wie sie praktisch mit einem Trick etwas, was schlecht schmeckt, irgendwie verbessern können. Vergesst es. Ob Leber dran oder irgendwelche sonstiges von den gesunden Mittelchen, wo eigentlich einfach eine kleine Menge brauchst, aber die zum Kotzen schmecken. Versucht nicht das trinkbar, nicht so, dass ihr es auf normale Weise zu euch nehmen könnt. Also normale Weise ist, ihr nehmt einen Schluck und dann schluckt dann runter und atmet weiter und bekommt dann diesen ganzen Geschmack. Das ist unerträglich und undenkbar. Und wenn ihr das mit manchen Sachen macht, dann müsst ihr so verwässern. Und da sind manche Leute dann praktisch, die tun das als toller Tipp. Ach ja, weil es schmeckt ja so blöd, aber auf diese Weise kann man das, vergesst es. Das Zeug muss blöd schmecken. Ihr müsst es folgendes machen. Ihr müsst es vorbereiten. In der einen Hand habt ihr, ich habe jetzt keine Glas, jetzt haben wir hier zwei so Sachen. In der einen der Hand habt ihr dieses grauenhafte Zeug. Und in der anderen Hand habt ihr vorbereitet zum Beispiel Orangensaft. Was gut schmeckendes. Und dann müsst ihr das Dings, ohne zu atmen, mit angehaltener Luft, einen Schluck nehmen. Und dann so, bevor ihr atmet oder irgendwas macht,
mit was vom Guten, weil sonst ist das nicht zu ertragen. Aber das ist der richtige, versteht ihr? Das ist ein grundsätzlicher Dings, wenn ich lese, wie Leute etwas Scheiße schmeckendes versuchen mit tollen Tipps, so Frau von Frau zu Frau, das ist falsch, das ist die falsche Denkrichtung. Es geht hier drum, schluckt dieses grauenhafte Zeug, aber spült's danach. Und damit habe ich, ich habe einen guten Magen, natürlich, wenn einer gleich aufs Klo muss oder kotzen muss, dann kann er solche gravierenden Sachen nicht machen. Aber wenn ich das vor dem Essen mache, sage ich mal, das ist etwas, das ist so stark, das hat so eine starke Wirkung auf den Körper und so gute Wirkung, dass ich sag, also ich bin keiner, der jetzt irgendwas nimmt, sonst irgendwelche Medikamente groß, aber ich war auch mal im Krankenhaus oder irgendwas, wenn mal was ist, dann kommst du mit der Schulmedizin in Kontakt und mit irgendwelchen Medikamente und so weiter. Aber ich habe nie etwas erlebt, dass irgendwas so brutal wirkt, wie das, was ich jetzt gestern gemacht habe. So brutal gut. So schnell. Innerhalb einer Stunde war ich gesund wieder. Ich mache jetzt halt jede Stunde mal ein Husterchen oder so, weil sie hat noch ein bisschen Schleim, habe ein bisschen Rotz. Aber die ganze ich war richtig auf der Entwicklung. Ich habe noch nicht den Schüttelfrosch gehabt. Wenn der Schüttelfrosch hat, dann geht das Fieber über 38 Richtung 39. Wie es dann weitergeht, das ist offen. Aber sag mal, wenn du beim Fieber Schüttelfrosch hast, dann hat es nochmal eine andere Qualität. Aber ich war praktisch in dem Stadium mit dem ganzen Krankheitsgefühl so abgeschlagen und so weiter. Und das hat sich in einer einzigen Stunde, wo ich das Zeug genommen habe, radikal. Das ist irgendwie, das kannst du gar nicht. Okay, also gut, soweit dazu. Jetzt, die Leute wollen ja, dass ich wieder ein bisschen längere Video mache, auch ein bisschen abschweife. Jetzt sind wir nicht einmal 7 Minuten. Gut, also folgendes. Ja gut, und bei mir ist noch mit dem Ding, ich habe mittlerweile etwas Diabetes bekommen, so, weil ich nicht mehr so im Arbeiten bin und so. Nicht mehr so viel Sport mache wie früher. Und das sind natürlich auch Sachen, wenn du Dings hast, da werden manche Sachen verstärkt ausgeschieden, glaube Magnesium zum Beispiel und so. Und das sind dann auch so, sage ich mal, so Nahrungsergänzungsmittel, können dann auch natürlich sich auch insgesamt radikaler positiv auswirken, sage ich mal. Wenn ein gewisser Mangel, an sich habe ich keine Fehlernährung, keine Mangelernährung, aber durch sowas zum Beispiel kann mehr ausgeschieden werden oder so. Aber auf jeden Fall, ich kann nur sagen, aus der Situation, wo ich gekommen bin, hat das, was ich gemacht habe, in einer Stunde hier alles umgedreht. Okay, gut. So, jetzt das nur am Rande. Und deshalb, wenn ihr euch mal, ich tue jetzt nicht hier werben für irgendwelche Sachen, also was man nicht darf, ich weiß ja, da wird jetzt so ein dummes Ärztchen vielleicht oder Juristchen denken, ach, jetzt macht er irgendwelche unzulässigen Medizinversprechen und so weiter. Aber schaut euch das an, was ich hier leisten konnte, praktisch. Öffnet die PDF, schaut euch die Details an. Ich war in Serie besser als Ärzte, Chefärzte, Professoren, in Serie, die haben sich mir gegenüber verhalten, praktisch auf dem Niveau wie kleine dumme Hosenscheißer. Reine, hohle Denkversager. Die da so mit so einem Dings da kommen, mit so einem Expertendünkel und so weiter. Und wenn ich jetzt ein falsches Wort sagen würde, dann würden sie sagen, ich würde da eine Gefährdung darstellen mit Heilsversprechen und so weiter. Mache ich natürlich alles nicht. Aber das ist, ich sage, wenn ihr irgendwo denkt, ihr braucht einen Experte, aber ihr habt etwas, wo euch niemand helfen kann, dann könnt ihr immer noch mich fragen. Mein Anspruch ist, dass ich, ja gut, okay, es gibt Wissenschaften wie, sage ich mal, es gibt eben Sachen und Details, da brauchst du, um das was dazu beitragen zu können,
Einfach, je nachdem, wie die Frage gelagert ist, ist die geht es mehr oder weniger um Fachwissen, das man einfach auch wissen muss, also gelerntes Wissen. Das ist manchmal unterschiedlich. Aber was Medizin angeht, habe ich so viel Erfolge, nachweisbare Erfolge. Also, aber auch andere Wissenschaften, Geologie. Ich habe mal einem Kunden von mir jahrelang den Prozess geführt. Hab seinen Anwalt, er hat Anwälte gehabt, da gab es ein Gutachten, da ging es um Streit mit dem Nachbar und da ging es um ein Hanggrundstück. Und die wollten meinen Kunde ruinieren, die wollten alles praktisch, der wäre vernichtet gewesen, da hätte es dann geheißen, das ist alles nicht standsicher und so weiter, der wäre um seine Existenz gebracht worden, wegen nix und wieder nix. Und dann hat er Anwalt gehabt und der wollte schon das Gutachten anerkennen, ein geologisches Gutachten. Und ich als Garten- und Landschaftsbauer, ich habe mal Bauingenieur studiert, habe da auch ein bisschen Geologie, aber ich hätte es nicht einmal gebraucht. Ich konnte mich in das Thema so weit reinarbeiten, dass ich tatsächlich nachweislich das Gutachten widerlegen konnte. Der hat ganz, ganz, ganz schwere Fehler gemacht. Und das kann ich kann das praktisch, egal wie im Fall Genditzki im angeblichen Badewannenmord, da widerlege ich einen Professor im Fach Biomechanik. Es geht wirklich, man kann es sich nicht anders erklären als Universalgenie. Es geht nicht anders. Ich verbinde es ja mit der Weltherrschaft, der Weltführer und alles Mögliche, Prophet und alles. Gehe ich da in die Vollen. Und das mache ich dann auch praktisch. Da benutze ich dann Stilmittel wie Satire und so weiter. Aber das Ganze hat einen ernsten Hintergrund. Und ja, also wenn ihr könnt mich eigentlich in allem, versteht ihr? Wenn ihr jetzt ein Problem, und dann war es so, versteht ihr? Ich habe dem Anwalt, ich habe erstens mal mein Kunde hat einen Anwalt beauftragt, eine Anwaltskanzlei, ein Dr. Jur, so und so, also ein promovierter Jurist. Und in dieser Kanzlei habe ich zwei Sachbearbeiter davon gejagt, praktisch. Ich habe meinen Kunden überzeugen können, dass er aufgeschmissen ist, wenn er den Versager folgt. Die wollten ein falsches Gutachten anerkennen. Dann wären wir erledigt gewesen. Und dann haben wir die alle rausgeschmissen und dann habe ich mir überlegt, wo können wir einen finden, mit dem wir das der sich vielleicht was sagen lässt. Dann haben wir da einen gefunden und dann habe ich dem Dings geschrieben, die Schriftsätze. Erstens mal das Fachliche, das ist ja auch okay. Das Gutachter widerlegen und das Ganze. Und dann habe ich gemerkt, der hat auch juristisch nichts drauf. Na, habe ich auch noch die juristische Sache übernommen. Das ist so. Man darf hier, wenn man jetzt denkt, das ist ein besonderer Versager. Nein, das ist ein durchschnittlicher Versager. Das ist nicht ein besonderer Versager. Das ist ein durchschnittlicher Versager. Weil vergleicht es doch mit den Ärzten, wenn ich euch sage. 7 Kliniken, mehrere Professoren, mehrere Chefärzte. Alle haben sie versagt. Das kann man sich nur erklären, wenn ich ein reales Universalgenie bin. Versteht ihr? Und, ich bin weiterhin bereit, aber hier, dem komme ich nie näher irgendwie, weil die dummen Journalisten sich das nicht vorstellen können. Die dummen Journalisten können sich's nicht vorstellen. Und ich habe im Fall Angelika Vöger 2 Professoren gehabt, die bereit waren, praktisch, also einer davon hat aktiv selber Medien angeschrieben und hat die aufmerksam gemacht. Mit seinem tollen Urteil über mich, dass ich ein Genie bin, ein Professor.
Und dann hat und der zweite Professor, der ist praktisch, der war so fachlich zuständig. Der hat angeboten, wenn es Medienfragen haben, dazu Stellung zu nehmen. Und stellt euch vor, keiner von diesen Drecksmedien, von diesen korrupten Teufelsdrecksmedien, ist drauf eingegangen. Zwei Professoren und keiner ist drauf eingegangen. Okay, das nur am Rande. Also ihr könnt euch mit allem an mich wenden. Es gibt keine Wissenschaft. Es gibt kein Niveau irgendwo. Versteht ihr? Wo ich nicht mehr mitdenken kann. Das gibt es nicht. Es gibt, sage ich mal, Sachen, was weiß ich, wenn es jetzt darum geht, um Informatik oder irgendwas, wo es jetzt nicht um Dinge geht, ich sage mal so, bisher konnte ich mich in alle möglichen Wissenschaften praktisch, wo ein Experte versagt hat, konnte ich mich einarbeiten und Widersprüche aufdecken. Bloß, ich will nicht behaupten, dass es keine Wissenschaften gäbe, wo mir das nicht gelingt. Es kann durchaus sein, aber Medizin zum Beispiel ist es nicht. Und vieles andere ist es auch nicht. Auch nicht Physik oder Philosophie oder egal was. Okay, also, das nur am Rande. Wenn ihr am Ding seid, wenn ihr denkt, ihr seid am Sterben, könnt ihr immer noch mich fragen. Okay, aber dann sagt einer, ja, er will jetzt hier schwerkranken Menschen falsche Hoffnungen machen. Ihr seid doch Arschlöcher. Verpisst euch. So, also, die, wo sowas mich kritisieren. Okay, Jetzt kommen wir zu dem Ding zurück. Jetzt werde ich diesen Jörg K. in der Luft zerreißen, zerfetzen und zerreißen in kleine, klitzekleine Schnipselchen. Der hat es gewagt und der entscheidende Satz, jeder, der so ernsthaft an der Aufklärung des Schicksals, so wie wir arbeitet. Bla bla bla. Aha. Er sagt, er ist einer Gruppe, die ernsthaft an der Aufklärung des Schicksals von der Rebecca Reusch arbeiten. Oho. Was für eine Gruppe kann denn das sein? Eine Gruppe. Also Journalisten zum Beispiel würden sich ja nicht als Gruppe bezeichnen, die an der Aufklärung arbeitet, die berichten. Also, was außer der Polizei, dass es wie die Faust aufs Auge für die Polizei passt, das ist schon mal offensichtlich. Die Frage ist, gibt's überhaupt noch was Alternatives? Ich lese das Ganze vor. Der sagt zu mir, und das Besondere ist, nochmal, ich habe das auch jetzt gesagt, mir kann kein Mensch irgendwie so pauschal irgendwie in ein schiefes Licht drücken, so dass ich so offenkundiger Idiot und dumm bin, dass man es gar nicht nötig hat, mir irgendwie was zu antworten, weil es ja offensichtlich ist, oder mit Argumenten zu antworten, weil es ja offensichtlich ist, dass ich ja ein totaler Spinner bin. So versucht er mich darzustellen. Und ich sage mal, das zeigt eigentlich jedem im Publikum. Es kann geben, dass die Polizei Sachen veröffentlicht hat, die ich nicht weiß. Und wo dann der Fall Rebecca doch noch anders aussieht. Aber man muss ja mal schauen, einfach auf der Basis dessen, was sie veröffentlichen. Und da eben sagen, und mit diesem Informationsstand ist es lauter Scheiße, was die Polizei macht. Und das ist auch nicht üblich. Ich sage mal, manche Sachen zurückhalten, ja. Aber nach so einer langen Zeit hat ja die Polizei so viel gesagt und dann sich darauf berufen, dass, was weiß ich, unheimlich viele Informationen noch zurückgehalten wurden. Das macht die Polizei auch in so andere Fälle nicht. Es kann immer mal was sein, was zurückgehalten wird. Aber ich nehme Stellung zu dem, was insgesamt an die Öffentlichkeit dringt, und das ist der größte Scheißdreck. Und sag ich mal, das begründe ich, und niemand kann mich so einfach diskreditieren, als ob es
von vornherein klar wäre, dass man, den muss man jetzt, den kann man so wegwischen, ohne auf was einzugehen. Nein, wer das versucht, der zeigt, was für ein Arschloch er ist. Und jetzt, also dieser Jörg K., er schreibt da, der größte Müll, den ich jemals gehört habe. YouTube löscht bloß diesen Schwachsinn. Dann habe ich ihm was geantwortet, dass ich ihn wahrscheinlich ich ihn löschen werde. Und dann hat er jetzt wieder gesagt, @LogikTV, dass du nicht ganz knuspern bist, muss hier nicht extra erwähnt werden. Wenn sich jemand mit dem Thema befasst, ist das eine Sache. Wenn jemand so wie du nur Mist erzählt, der außerhalb jeglicher Realität liegt, wer denkt noch so, dass es, ich argumentiere, ich kann Unrecht haben, aber ich habe eine ausführliche Argumentation gebracht in allem meinem Dings. Und ich sage mal, um das einfach so pauschal wegzuwischen, ohne darauf einzugehen, das passt nicht zu dem, was ich unleugbar an geistigem Niveau habe. Versteht ihr? Man kann mich ablehnen, man kann mich für blöd halten, aber man kann mir nicht beliebiges Ausmaß an Dummheit oder an Ungebildetheit, an mangelnder Intelligenz praktisch unterstellen. Das geht nicht. Das merkt jeder, dass das nicht wahr ist, sozusagen. Ich habe argumentiert, und wenn man sagt, okay, das ist falsch, das ist außerhalb jeglicher Realität, dann wär's hier dran, auch wenn man jetzt, sagen wir mal, wenn er jetzt aus der Polizei ist und jetzt nicht in alle Details gehen kann, aber er könnte mit Stichworte die Kritik an mir untermauern, sagen, um was es geht, dass ich zum Beispiel die Hundespur falsch eingeschätzt habe oder die Routerspur oder irgendwas praktisch. Und das tut er nicht. Das tut er nicht. Und das ist etwas, wo er sich, sage ich mal, da realisiert er nicht, wie er sich praktisch selbst schadet und sich unglaubwürdig macht. Und er schadet nicht nur sich selbst, er schadet der Polizei. Sowas zu schreiben, ist der besoffen? Ist der Jörg K. besoffen gewesen, wo er das Ding geschrieben hat? Weil, nochmal, ich lese es nochmal vor. LogikTV, dass du nicht ganz knusper bist, muss hier nicht extra erwähnt werden. Wenn sich jemand mit dem Thema befasst, ist das eine Sache. Wenn jemand so wie du nur Mist erzählt, der außerhalb jeglicher Realität liegt, um sich darüber aufspielen zu können, kommt mir der kalte Kaffee hoch. Du hast kein bisschen Hintergrundwissen und auch sonst nichts, was zur Aufklärung des Schicksals beitragen könnte. Es gibt nichts Schlimmeres als Kunden. Das ist auch... was will er mit Kunden? Wo bin ich Kunde? Wo bin ich hier? Es geht hier praktisch ums Internet. Ich sage mal, da könnte man denken, schreibt mich da jemand von meinem Provider an? Nur der ist mittlerweile in den USA, die schreiben mich nicht an. In Deutschland hätten die mich schon tausendmal, dauernd zeigen sie mich an, irgendwelche Arschlöcher. Okay, also Kunden, das wenn der Typ nicht aus dem Bereich meiner Dings ist, meines Providers, dann ist es, geht aber trotzdem um den Provider. Das ist also praktisch, der spricht hier meinen Provider an. Es gibt nicht oder versucht es zu Dings. Das heißt, man kann hier davon ausgehen, der tut sich, oder geht es um YouTube, also der versucht praktisch auf breiter Front mich zu bekämpfen, sozusagen. Versucht mich hinter den Kulissen, weil er da sagt, YouTube löscht bloß diesen Schwachsinn. Also Aufforderung. YouTube löscht bloß diesen Schwachsinn. Ausrufezeichen. So. Der versucht mich anzugreifen, anzuschwärzen und
Also es gibt nichts Schlimmeres als Kunden, die ihren Content aus so einer ernsten Sache kreieren, um Fame zu bekommen. Peinlich. Lösche mich ruhig, kein Problem, damit kann ich leben. Jeder, der so ernsthaft an der Aufklärung des Schicksals, so wie wir arbeitet, hat eh nach 2 Minuten geschnallt, was bei dir nicht in Ordnung ist. Also so Psycho und so. Ich mache manche Aussagen, aber bewusst, sage ich mal, grenzwertig. Aber gleichzeitig habe ich immer ganz ernsthafte Argumente und die lassen sich nicht so wegwischen. Also, wirklich die Frage, ist der besoffen gewesen? Ist Jörg K. ein besoffener Polizist? Moment, jetzt haben wir da, da bin ich gerade dabei, die Überschrift, Fall Rebecca Rösch. Ist Jörg K. ein kleiner, argumentlos, dummschwätzender Polizeiversager auf dem Weg ins Fiasko? Besoffen? Ich schreibe nur besoffen. Das ist jetzt durch die Dings, die Überschrift verändern. Nur besoffen oder kommt räudiger Trottelbehördenabscham jetzt aus der Deckung? Versteht ihr? Ich glaube, manche Leute, die wissen nicht, was passiert, wenn sie sich... Der meint vielleicht... Er ist klug, es war eine gute Idee, sich auf so eine Weise mit mir anzulegen. Oder irgendwie, oder versteht ihr, die rechnen nicht damit, dass jemand so offensiv ist. Nochmal, ist Jörg K. ein kleiner, argumentlos, dummschwätzender Polizeiversager auf dem Weg ins Fiasko? Nur besoffen oder kommt räudiger Trottelbehördenabscham jetzt aus der Deckung? Und jetzt denken manche Leute, ja, das wäre ja strafbar. Aber wo denn? Aber wo denn? Und wo denn? Das ist eine Frage. Es ist eine Frage, das ist keine Behauptung. Ist Jörg K. ein kleiner, argumentlos, dummschwätzender Polizeiversager? Das ist eine Frage, weil, versteht ihr, es ist ja nicht einmal gesagt, dass es einen Mensch, realen Menschen mit dem Namen Jörg K. überhaupt gibt. Versteht ihr? Viele Leute, die sind so dumm, die gehen mir geistig nicht bis zu den Schnürsenkel. Und dann denken sie irgendwie, dann lesen sie was, dann denken sie, sie könnten mich anzeigen, weil sie ja irgendwas denken, das ist ja Beleidigung und das ist ja frech. Natürlich ist es frech, das ist saufrech, was ich hier schreibe. Aber es kann nicht festgenagelt werden auf eine Beleidigung. Es ist keine justiziable Beleidigung, weil alles, was ich sage, hat ein Hintertürchen. Also da, und auch das nächste, nur besoffen oder kommt räudiger Trottelbehördenabscham jetzt aus der Deckung. Schau mal, sowas kann bei einem falschen Wort tatsächlich eine Beleidigung sein. Aber hier geht es ja auch darum, räudiger Trottelbehördenabscham. Da ist jetzt noch nicht, da steht nicht einmal Polizeibehörden. Versteht ihr? Das ist so allgemein gehalten. Und selbst wenn Polizeibehörden und so weiter, aber das ist so allgemein gehalten. Ich denke mir bei allem was, ihr denkt, das ist eine unsägliche Beleidigung. Mag sein, dass man das so empfinden kann, aber juristisch gesehen ist das blütenrein. Versteht ihr? Aber ich hab's mit Idioten zu tun. Ich hab's mit Idioten zu tun, die mir geistig nicht bis zu den Schnürsenkel gehen. Okay, also jetzt geht's das zu speichern. So. Aber das ist, Leute, das ist wirklich, das ist jetzt nicht irgendwo hergeholt, weil der Typ hat auch sein Ding gelöscht mittlerweile. Jetzt gehen wir mal dahin, wo das steht. Ich sehe nichts mehr von dem. Schaut euch das an. Jetzt gehen wir auf Sortieren nach Neueste zuerst. So, jetzt ist der Jörg K. hier oben. Und jetzt, was kommt hier? Sein erster Kommentar und mein Kommentar. Der hat seinen eigenen Kommentar gelöscht. Und das unterstreicht bei mir den Verdacht, der hat wirklich... Entweder war er besoffen oder hat er total die Nerven verloren.
kein Beamter darf sich so in der Öffentlichkeit praktisch in solche Kämpflein da irgendwie verstricken. Der macht sich und die Polizei lächerlich. Und ich werde das maximal ausnützen praktisch. Ich suche, versteht ihr, bei manchen Sachen weiß ich, dass ich viel zu intelligent bin, als dass die mich letztlich auf eine Dings kriegen, auf eine irgendwie juristisch dran kriegen und mich auch wirklich in letzter Instanz verurteilen können. Und manchmal mache ich Sachen, wo es mir egal ist. Also hier was ich jetzt hier mache, ist nicht mehr alles so, wo ich mir sicher bin, dass ich auf der richtigen Seite bin, sondern soll der doch ein Verfahren mit mir machen dann. Vielleicht gebe ich ihm noch etwas, wo er sogar ein bisschen, wo er denkt, da könnte er Recht behalten. Ja, und das soll in die Öffentlichkeit gehen und dann machen wir die Polizei in der Öffentlichkeit lächerlich. Versteht ihr? Ich denke immer noch einen Schritt weiter. Also soll er es doch, egal was er macht, soll er doch versuchen, mich wegen Beleidigung hier anzugreifen, aber dann gehen wir in die Öffentlichkeit. Und sonst sitzt er hier an die Scheiße. Er kann sich hinterm PC grün und blau ärgern über mich, aber er kann nichts machen. Außer er kann natürlich mit dem Schießgewehr kommen oder mir die Luft rauslassen oder irgendwas. Aber das kann auch schief gehen. Der Schuss kann auch hinten losgehen. Und so Sachen sind schon passiert. Also, er kann sich damit sein eigenes Grab schaufeln. Also, und wenn er im Dings bleiben will, im rechtlich zulässigen Bereich, dann kann er nichts machen gegen mich. Dann kann er so Hause sitzen und sich grün und blau ärgern über das, was ich hier jetzt mache mit dem. Deshalb, Leute, ich warne euch, wenn ihr euch mit mir anlegt. Moment, ich habe noch gar nicht geschaut. Ist das der Jörg K.? Das ist der Jörg K.? Sieht so ein Polizist aus. Ja gut, ich sag mal, das ist jetzt natürlich so das ist ja auch, das sind ja auch keine Drehzahlen mehr, wie es dem Gesetz entspricht, sag ich mal. Das sind ja auch keine Drehzahlen mehr, wie es dem Gesetz entspricht. Was der für Bewegungen hat. Also um so ein Video hier, um sich hier so aufzuführen, muss man ja auch eine gewisse Masse haben. Aber von was zeugt es hier? Dass er irgendeine Hinterhofwerkstatt, wie wir dann immer zusammenzucken, dass er irgendeine Hinterhofwerkstatt hat. Wie lange macht der rum mit so einem Scheiß? Nee, das hat sie wahrscheinlich schon wiederholt. Man sieht hier bloß nichts. Ah ja, okay, das war jetzt nicht so schlau von mir. Klar, das hätte man gleich merken müssen, das wiederholt. Aber es war nicht irgendwie, das war nicht klar, wo der Übergang ist. Okay, alles klar. Jetzt, Moment, also mit diesem JK, Bodensondierung. Gut, okay, das ist jetzt aber ein ganz anderes Gewerk, sage ich mal. Das ist jetzt praktisch Geologie sozusagen, geologische Untersuchung, was ich da vorher erwähnt habe. Aber das ist dann, da fängt es neu an. Also was soll man sich von sowas denken hier? Also mit was für Idioten habe ich es letztlich zu tun? Wenn jetzt jemand sagt, dass sich jemand so intensiv befasst wie wir, ich sage mal, es gibt ja auch
Jörg K., 3 Abonnenten. Und jetzt geht er hier, Versuchsstelle Gotthof, ungeklärter Gang. Das, ich sag mal so, das habe ich jetzt nicht gewusst. Das ist jetzt ein bisschen ernüchternd. Ich glaube schon, dass es Polizisten gibt, die so dumm sind wie der. Aber hier im Moment, und das erinnert mich auch ein bisschen an dieses, an diesen Ort von außen wenigstens. Nee, da haben wir nicht, aber da war die eine da. Die Frau da ermordet wurde. Aber nee, das ist jetzt was anderes. Aha, das sieht man jetzt. Das ist so eine Gruppe hier. Und die sagen vielleicht, sie sind es praktisch, wo sich dann auch mit dem jetzt krabbeln sie hier im Boden rum und fühlen sie sich irgendwie als tolle Rechercheure oder irgendwas. Ungeklärter Gang. Okay, also es hätte mir jetzt noch besser gefallen, wenn ich tatsächlich praktisch die Polizei in Flagranti erwischt hätte, so dass so ein Schwachsinn getrieben wird. Aber also für mich riecht es nach einem Reichsbürgermilieu, sage ich mal. Da ist jetzt sind zwar keine politische Dings Aussagen gemacht, aber die Reichsbürger haben eine, ich sage mal, es gibt in dem Bereich viel berechtigte Kritik an die Zustände. Aber die Reichsbürger selber sind verarschte Idioten, praktisch, sind missbrauchte, verarschte Idioten. So wie, sage ich mal, Israel. Ich sage mal, ich will jetzt nicht gegen Juden, aber Juden sind ihre Feinde geistig auch meist überlegen. Sowohl die Nazis als auch im Dings die Palästinenser. Wenn man sich anschaut, wie es die Juden schaffen praktisch, die haben ja die Hamas selber gegründet, versteht ihr? Es ist klar, es gibt Palästinenser, die haben was gegen die Juden. Und dann warten die nicht, bis die Palästinenser praktisch eine starke, ein eigenes praktisch haben, eine Armee und alles, sondern dann machen die ihre eigene Armee und sagen, wir sind, als ob sie es für die Palästinenser machen. Und dann spalten sie die Palästinenser, dann kämpft die Hamas gegen die wie heißen die anderen da, die die Behörden da, die palästinensische Behörde da. Und so verarschen die Juden. Das heißt, das meiste, so wie die NPD, das war ja, die wollte man mal verbieten, da konnte man es nicht machen, weil die Mehrheit der NPD waren Geheimdienstagenten. Also, die Masse der Nazis ist von, sage ich mal, von zumindest von Satanisten, aber ich sage nicht, alle Juden sind Satanisten, aber es gibt auch jüdische Satanisten. Und ich sage mal, wenn die Juden mit ihren Feinden versuchen, irgendwie sich gegen die zu wehren, dann machen die so Sachen, wie praktisch, dass sie die Hamas gründen, Terroranschläge gegen Israel machen, aber unterm Strich damit Leute anziehen und die Opposition gegen Israel spalten und so weiter. Und so sage ich, die Reichsbürger sind verarschte Idioten. Das sind verarschte Idioten. Die sind praktisch, ich teile vieles an der Kritik, wo auch die Reichsbürger und andere haben. Das ist nicht das Problem. Aber das wird praktisch, die sind unterwandert. Die Reichsbürger sind unterwandert von Leuten,
die praktisch ihnen, was heißt ihnen schaden wollen, die dort, wo die Reichsbürger auch mal richtige Kritik haben, also berechtigt was kritisieren, das ist dann die Gefahr für diese Verbrecher, die es ja auch noch gibt praktisch. Es gibt ja nicht nur die Reichsbürger als Problem, sondern auch das, was sie kritisieren, also was weiß ich, unsere BRD-Eliten, was ja alles amerikanische Arschkriecher, also das ist ja alles Huren, die praktisch im Dienst von den USA agieren hier. Wir sind auch kein freies Land. Die haben in so vielem Recht, die Reichsbürger, aber unterm Strich haben es ihre größten Feinde geschafft, diese Dummköpfe von Reichsbürger praktisch zu unterwandern und zu diskreditieren. Und ich sag's euch, die haben nur Scheiße im Kopf. Die Reichsbürger sind hirnverschissene Idioten, obwohl sie in vielem zu Unrecht verleumdet werden und ich in vielem praktisch meine Positionen niemand so praktisch eigentlich so gute Positionen hat, wo eigentlich gar nicht gegen das ist, was die Reichsbürger in manchem sagen, aber es sind verarschte Idioten. Man muss diese Jungs am Kragen packen, versteht ihr? Ihr seid minderwertiges Idiotengesindel. Ihr seid minderwertiges Idiotengesindel. Nehmt euren Platz ein, ihr Arschlöcher. So. Das ist jetzt, sage ich mal, erst klar, wenn der sagt, wir arbeiten hier ernsthaft daran und so weiter, und dann meint er so ein paar Typen, die hier in dem einen Video im Keller rumrobben, da Hanna. Die da im Keller rumrobben. Und was ist hier überhaupt? Was ist hier überhaupt? Um was soll es denn gehen? Hier geht es zu dem Ursprung des Videos vom Kanal Historischer Beton. Okay, schaut euch mal an, Historischer Beton. Jetzt klicke ich mal den anderen Kanal an. Versuchsstelle Gotthof, der Bahnhof. Also gut, das hat eine gewisse Qualität, wie Sie das hier vorstellen. Aber ich habe das noch nie gesehen. Aber jetzt schauen wir es einfach mal an. Was erzählen die? Wie lange geht das? 17 Minuten. Ich werde es dann ein bisschen zusammenfassen. Gut, das ist eine niveauvolle Präsentation. Okay. Und was sagen Sie da unten? Eines der interessantesten Objekte ist in der Versuchsstelle Gotthof ist das sogenannte Bahnhof. Im einfachen Vorbeigehen eher unspektakulär, auch bei teilweise stark zerstörter Sprengung, lässt das Objekt bei näherer Untersuchung viele Fragen offen. Dazu gehört auch ein verschütteter Gang, der noch manches Geheimnis bergen mag. Ich zeige euch, was wir darüber herausgefunden haben. Kommt mit auf die Reise. Ihr wollt uns unterstützen, neue Videos, Recherche und Touren ermöglichen. Warum kauft ihr uns nicht einen Kaffee oder ein Bier? Mega interessant, bla bla bla. Also, ich sag da mal einfach, was soll das, was erwartet man hier? Erwartet man hier einen Goldschatz oder irgendwelche brisanten historischen Dokumente oder Versuchsstelle Gotthof, der Bahnhof? Also erstmal ist unklar, wie sie überhaupt auf das kommen, was sie hier zeigen. Weil wenn das, sage ich mal, wirklich so wäre, könnte man es ja auch richtig filmen, wenn hier das so ist. Und wenn das irgendwie verschüttet ist und nur angenommen wird, dass es unten so aussieht, dann ist doch alles scheiße. Also, Heeresversuchsstelle, Kummersdorf, ist jetzt ein anderes Video. Heeresversuchsanstalt. Also,
Das Heer ist natürlich das Nazi-Heer sozusagen. Also dieses, es gibt ja so Idioten, so, sagen wir so im rechten Bereich, eben rechtsbürgermäßig, die sich irgendwie so eine Folklore oder so eine Nazi-Geschichte, Verherrlichung oder irgendwas da haben. Was soll das? Ich hab hier noch keinen Dings historischer Beton, wie so ein historischer Asphalt. Man kennt ja Asphalt oder historischer, was weiß ich, Holz. Da ist Heeresversuchsanstalt, halt. Schießbahn. Hallo und guten Morgen. Liege ich richtig, dass bei so und so Stahlplattenraum eventuell für die Verbrennung von Altmunition? Also die schauen Sie sich an, was die irgendwie bei so einem alten Schießstand gemacht haben. Das ist doch Quatsch. Also ich sage mal so, da ist doch schon der Vorsatz, was man sich überhaupt vornimmt. Man kann, was weiß ich, man kann auch eine stillgelegte Toilette untersuchen, was die jetzt, was ja, da kann man ja, was da jetzt irgendwelche für Fickbotschaften an die Wände geschrieben wurden, oder man kann, was weiß ich, irgendeinen Blödsinn machen. Sich irgendein Detail aus dem Leben, was halt irgendwo auch gibt, was gibt es denn sonst noch? Wo ist denn irgendwas, wo man jetzt was untersuchen könnte? Sag ich mal, irgendwas Stillgelegtes. Das ist doch sinnlose Scheiße. Aber wie kommt der Typ trotzdem, wenn man jetzt sagt, das spricht ja immer noch nicht dafür, oder das schließt ja immer noch nicht aus, dass dieser Jörg nicht doch Polizist ist, aber eben noch zusätzlich ist, das ist ja Freizeit eigentlich. So klingt es wie Freizeit. Also, erst dachte ich, man müsste jetzt schon enttäuscht sein, aber weil man sagt ja, das ist dann doch wohl kein Polizist. Aber das spricht ja gar nichts dagegen, weil ich sage mal, man hat jetzt gesehen, hier hat er irgendwie ein paar Mitstreiter, die mit ihm durch irgendwelche alten Gänge robben hier in der Dummheit. Aber das spricht ja nichts dagegen, dass es das alles Polizisten sind hier. Vielleicht noch ein Staatsanwalt und ein Politiker. Also, das ist ja was Privates. Also, wenn, das heißt, ich habe schon gedacht, was mache, während ich da schwätze, habe mir gedacht, was mache ich mit dem Artikel, wenn es jetzt so aussieht, dass es doch nicht ist. Aber nein, das kann man nicht sagen. Man hat nur praktisch gesehen, was dieser Jörg K. sonst noch ein Blödsinn im Kopf hat, als Privatmann hier. Und dann ist es auch nicht gesagt, dass er das ist mit dem Moped hier. Das ist nicht gesagt. Da braucht jetzt niemand denken, weil jetzt dort hat man jemanden gesehen und wenn der jetzt kein Polizist ist, nein, der kann das einfach auch nur gefilmt haben hier. Den Jörg K. muss man noch nicht irgendwo hier gesehen haben. Aber wie gesagt, ja, es gibt kein Ausschlusskriterium. Man könnte jetzt sagen, wenn das totale Spinner sind und die Typen, die hier am Boden rumrobben, gemeinsam praktisch sich selber meinen, wenn es da heißt, jeder, der so ernsthaft an der Aufklärung des Schicksals, so wie wir arbeitet, also dass die dann halt auch noch im Fall Rebecca ermitteln. Aber was erzählt er denn da? Du hast kein bisschen Hintergrundwissen und auch sonst nichts. Das ist ja, ich sag mal, wenn die Polizei, mit was rühmt er sich denn da, mit was für einem Wissen? Also, dass er Polizeiwissen hat, weil er zur Polizei gehört, oder hat er irgendwie um ein paar irgendwas gehört, wo der Schwager vom Polizist zu seinem Bruder oder irgendwie so. Also das ist doch ein. Aber naja, ich kann das weiter so laufen lassen. So wie er sich ausgedrückt hat, ist er Polizist.
Spricht alles dafür, dass er Polizist ist. Und damit hat er praktisch sich und seine ganze Behörde selber diskreditiert. So, und versteht ihr, ich schlag da drauf. Die bieten mir hier eine Steilvorlage. Und dann brauchen sie sich nicht wundern, wenn ich sie nutze. Und wie soll man sagen? Wenn jemand irgendwas machen will, kann er es machen. Aber wenn er jemand denkt, er schafft sich einen Vorteil, wenn er sich auf so ein Geschwätz mit mir einlässt hier. Also das sieht er jetzt mal, wie das sehen jetzt auch die anderen. Die haben mich belästigt. Der hätte ja einfach still in seinem Stübchen bleiben können. Aber der hat gedacht, das ist eine gute Idee. Er hat es gedacht, das ist eine gute Idee, sich mit mir anzulegen. Und jetzt und mir ist es im Leben ganz viel ein Exempel gelegen, weil es gibt so viele Arschlöcher, das macht keinen Sinn, die nacheinander alle praktisch zur Brust zu nehmen. Das muss so gemacht werden, dass die zukünftigen Arschlöcher praktisch sehen, was mit den Arschlöchern vorher passiert ist. Deshalb, das ist jetzt ein Exempel, was ich hier mache. Das muss man weiß noch nicht, wie es ausgeht, aber das ist jetzt etwas, nicht nur mit diesem Jörg H., das ist jetzt etwas, wo praktisch mir in der Zukunft Zeit sparen soll. So. Also, jetzt manche haben ja gesagt, also mindestens muss ein Video von mir eine Stunde sein, weil ich habe jetzt wahrscheinlich die ganzen Arschlöcher, also nicht die ganzen, einfach die ganz oberflächlichen dummen Idioten, die habe ich wohl wahrscheinlich alle vertrieben. Und die, wo jetzt noch da sind, die haben sich einfach, die sind eben nicht so Standard, sage ich mal so, sondern die sind einfach, ja, da muss nicht alles in Einzeiler und in 5 Minuten erledigt sein, sondern das, ja, okay, freut mich, dass du das weißt. Ich habe immer das Gefühl, so die Dings, aber wenn es jetzt gar nicht so schlimm ist, was ich mache, okay. Gut, ich sage mal so, ich sage immer wieder, es gibt Fälle wie, ja, Rebecca Reusch gehört auch dazu, aber Fall Tristan oder Fall Böger, ich schreibe es da immer wieder. Das wird von strohdummem Polizeigesindel. Nein, das ist, schau dir, das wäre jetzt eine Beleidigung mehr. Ich habe sofort gemerkt, so kann ich es nicht sagen. Das ist zu allgemein, das ist nicht mehr allgemein genug, aber die Beleidigung zu konkret. Zu sagen, im Fall Böckel und im Fall Tristan werden die Fälle von dummem Polizeigesindel an die Wand gefahren, ist nicht zulässig. Da habe ich falsch formuliert. Das korrigiere ich. Versteht ihr? Ich sage manchmal die unmöglichen Dinge, wo ihr denkt, das müsste schon eine Beleidigung sein. Und ist es aber nicht. Und dann aber, während ich so rede, läuft bei mir immer ein Juraprogramm, ein Juraprogramm. Und ich tue jede Aussage, die ich mache, praktisch juristisch bewerten. Und das ist so nicht. Ich muss es ausreichend allgemein halten, diffus. Dann kann ich beleidigende Worte verwenden, weil da fehlt dann der konkrete Adressat sozusagen. Oder, wenn ich den konkreten Adressat nenne, dann muss ich mich aber, dann muss ich immer gewisser Spielraum bleiben. Und das war jetzt hier gerade nicht der Fall. Also, ja, achso, ich wollte sagen, dass im Fall Tristan und Fall Böger aus den Polizeibehörden heraus praktisch minderbegabte Polizisten eingesetzt werden, praktisch, denen man Vorgaben gibt und die nicht merken, dass diese Vorgaben eine Aufklärung eines Falles
schon rein logisch verhindern. Im Fall Tristan habe ich es gesagt, indem man an der Einzeltäter-These stur festhält, aber dann praktisch mit diesem sowohl ein Phantombild verbreitet, als auch das, dann letztlich das mit den Fingerabdrücken versucht, Verdächtige auszuschließen. Wenn es dann so ist, dass das der eine Komplize, der vom Phantombild war, und der andere Komplize, der war, wo die Fingerabdrücke bekommt, dann kann es sein, es gibt Zeuge, die den Komplizen vom Phantombild zutreffend beschreiben oder angeben, sein Name. Und man stellt fest, er hatte sogar Kontakt irgendwie zum Tristan. Und dann wird er aber ausgeschlossen, indem man es mit den Fingerabdrücken überprüft. Das ist teuflische Dummheit, sage ich mal. Das ist maßlose Dummheit. Weil in dem Moment, wo das verschiedene Personen sind, ist offensichtlich, wie die Polizei allein mit einem Denkfehler, aber wo ich sage, das ist dümmer als die Polizei erlaubt, das ist kein Denkfehler aus Versehen, da unterstelle ich Absicht. Da unterstelle ich Absicht. Solche Fälle werden manchmal einfach durch Vorgabe an der Aufklärung gehindert. Das ist, versteht ihr, das ist durch Logik erkennbar. Das ist ein Dilemma. Das kann nicht aufgeklärt werden, der Fall Tristan mit so einer Polizeiarbeit. Das ist logisch ausgeschlossen. Also, aber du hast mit solchem Drecksgesindel von Polizisten oft zu tun. So darf man sagen. Das ist ausreichend allgemein, dass auch solche Fehler vorkommen. Versteht ihr? So darf man sagen. Ja, und im Fall Bürgerlich ist es genauso. Und ja, ich sag mal, auch im Fall Rebecca Reusch sind es mittlerweile Vorgaben. Zum Beispiel, die hat das Haus nicht freiwillig verlassen. Und solche einfach, das wird so vorausgesetzt als Dogma, und dann ist der Fall unaufklärbar. So, und egal, ob das jetzt ein Reichsbürger, kleiner beschissener Reichsbürger war hier, oder ein Herr o Oberpolizist, aber jetzt schauen wir mal, wie es hier weitergeht. Ich bin hochgradig zufrieden mit der Entwicklung, sage ich mal. Wenn sich ein dummes Drecksgesindel, sage ich mal, verplappert und aus der Deckung kommt und dann so richtig eine, und so meine ich das. Das wäre jetzt die neueste Sache im Fall Rebecca Rösch. Jetzt mache ich da noch ein Video. Und ja, eine Stunde, ich denke mal, das ist jetzt etwas, wo die Leute, ich weiß nicht, ob mich zu oft wiederholt habe oder so, aber ich denke, ach gut, das ist noch erträglich. Okay, soweit dazu.